Wir sind jetzt hier ein paar Schritte weitergegangen vom Karl Decker direkt zum Franz Antl. Ich zähle jetzt nicht alle seine Filme auf, deswegen sind wir auch nicht hier. Der Franz Antl war auch ein großer Wien-Anhänger. Jahrgang 1913. Hat als sechsjähriger Bub von seinem Vater die erste Karte bekommen für das Spiel von der Wiener auf Stehplatz, klarerweise, und ist mitgegangen auf die Hohe Warte. Hat sich die Blau-Gelben immer sehr gerne angesehen und war dann in den 60er Jahren eine kurze Zeit auch Präsident der Wiener. Und zwar 1964. Und er beschreibt das auch in einem Interview mit dem Standard. Ganz witzig, wie kommt man eigentlich dazu, dass man Wiener Präsident wird, hat er gemeint, das war ganz einfach. Ich habe 50.000 Schilling mitgebracht und damit war ich quasi Präsident und habe mich da eingebracht für die Mannschaft. Zur damaligen Zeit der Trainer, auch immer ein Bekannter, der Robert Körner, eher bekannt für seine Zeit bei Rapid und auch bei der Admira als Stürmer und auch WM-Teilnehmer 54 und 58. War, wie gesagt, zur Zeit von Franz Antl Wiener Trainer. Antl hat den Verein übernommen und wie wir auch aus späteren Zeiten wissen, es gab immer wieder Finanzprobleme. Antl hat sich was überlegt, was könnte man machen, wir brauchen Geld. Er hat gesagt, okay, ich gründe die sogenannte Hundertschaft. Ich schaue, dass ich 100 Personen aus Wirtschaft, Politik, Kultur zusammenbekomme. Die haben für einen Jahresbeitrag von 2000 Euro ein besonderes Abzeichen bekommen zum Anstecken, einen Platz auf der Ehrentribüne und einen Parkplatz. Das war sozusagen die erste VIP-Mitgliedschaft, die es gegeben hat. Kennen wir auch heute noch. Antl ist der Wiener sehr verbunden geblieben, hat zwar nach relativ kurzer Zeit das Amt auch wieder niedergelegt, nach etwa 2 Jahren, hat sich dann doch mehr den Filmen gewidmet, hat aber auch mit seinem prominenten Club, den er gegründet hat, 1952 schon im FC Antl, immer wieder auf der Hohen Warte gastiert, hat Benefizspiele veranstaltet, hat niemand Geringeren als den Karl Decker, auch dabei gehabt beim FC Antl, der hat ihm teilweise auch die Leute trainiert, hat ein bisschen auch mitgespielt. Die beiden haben sich sehr gut verstanden, waren auch eng miteinander befreundet und Antl hat, wie gesagt, sehr viel dazu beigetragen, dass Wiener auch ein bisschen vom Medienruhm abbekommen hat, nicht nur durch seine Filme, sondern auch so durch sein Wirken. Antl ist bis zu seinem Tod auch Ehrenmitglied der Wiener gewesen. Bei seinem Begräbnis hier auf dem Zentralfriedhof in der Aufbahrungshalle, der Sarg wurde von Wiener Spielern begleitet, 6 Spieler, die Ehrenwache gehalten haben. Und er liegt eben auch hier in der Gruppe 40 begraben. Und in Döbling gibt es auch den Franz-Antl-Weg, der nach ihm benannt ist.